Nicht erwischt. Mist. Aber trotzdem, herzlich willkommen zu einer neuen Folge King of Retail hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben genug zu tun hier in unserem Markt. Viel, viel Arbeit hier, ne? Kriegen wir aber hin, ne? Kriegen wir hin, auf jeden Fall. Wir sind gerade am Auffüllen noch. 15 Uhr, ja, kurz vor, ne? Knapp vor 16 Uhr. 17 Uhr hat die Tina Pause. Wird dann dementsprechend hier Katrin. Okay. Dann übernehme ich den Herrn. Wie war es mit Lebensmitteln? Sehr gut. Dann mache ich die Dame hier auch noch. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut, so langsam läuft's, ne? So langsam läuft's hier, ne? Finde ich gar nicht mal so übel. Okay, das sieht gut aus. Das geht ja auch etwas. Ja, okay, Tina macht Pause. Warum sagt ihr nicht vorher Bescheid, ne? Das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt, so in dem Sinne. Mist. Das habe ich jetzt gar nicht so mitgekriegt, Leute. Egal, passiert. Kann man nicht ändern, ne? Wir haben noch ein paar Kunden hier im Markt. Achso, übrigens, Info an dich, Bob. Ich glaube, das hast du auch falsch verstanden bezüglich Dings. Individuelle Verabschiedung. Ich glaube, das war individuelle Verabschiedung, ne? Und zwar ist das nicht so, dass sie die Kassierer dann schneller werden, sondern die Kunden warten zum Beispiel eine Minute an der Kasse, bevor sie wütend gehen. Wenn die jetzt bei 50 Sekunden sind und einer, der jetzt gerade bezahlt, in dem Sinne, hat 4, 5 Artikel und hat quasi diesen großen Verkauf, ne? Dann wird der die Zeit bei allen Kunden, die gerade an der Kasse stehen, auf 0 wieder gesetzt und können wir 50, 60 Sekunden warten dementsprechend. So wäre das in dem Sinne. Und nicht, dass die Kassierer quasi schneller kassieren dementsprechend. Ich meine, die kassieren immer gleich schnell, so wie ich das meine. Nur halt die Zeit der Kunden, die an der Kasse stehen, dementsprechend wird zurückgesetzt und die warten dementsprechend dann länger. Das ist der Fall. Dementsprechend kann man natürlich alle abkassieren, dementsprechend, ne? Heißt, man müsste eigentlich gucken, dass sie so viele Artikel wie möglich kaufen, damit das funktioniert. Aber ist immer so die Sache, ne? Muss auch immer nachbestellen, alles ist kritisch, ne? Kritisch, kritisch. So, wir gehen von der Kasse weg. Äpfel werden da hinten gar nicht gekauft, leider. Okay, ist aber nicht schlimm. Haben wir noch Pizza hier? Pizza haben wir noch hier. Dich wird die Katrin versorgen. Ansonsten sieht es eigentlich auch relativ voll aus, ne? Ich meine, da haben wir nichts mehr von. Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch großartig machen soll. Ich meine, hier ist eigentlich
relativ alles voll, ne? Also so viel fehlt eigentlich gar nicht mal, ne? Von daher ist das in Ordnung, eigentlich. Von daher ist es eigentlich in Ordnung. Ich meine, großartig können wir nichts sonst machen. Aktuell, ne? Können sie doch nicht großartig noch irgendwie Leute in den Laden flocken, theoretisch? Das interessiert dich nicht. Wie sieht es jetzt mit frischem Essen aus? Okay. Okay. Gut, dann gehen wir, würde ich sagen, nochmal mit an die Kasse. Dann werden wir den Rest nochmal abkassieren, wenn gleich 22 Uhr ist dementsprechend. Kriegen wir hin, ne? Dann gucken wir mal, was in E-Mails da steht, ob wir eventuell nochmal Bewerbungen reinbekommen haben oder sowas. Müssen wir gucken, ne? Sieht soweit gut aus, ne? So, jetzt kommen alle Kunden an die Kassen. Dementsprechend können die nochmal abkassiert werden. Ich habe natürlich hier mehr Kunden an der Kasse als die Tina, aber egal. Ist ja nicht schlimm, ne? Wir haben trotzdem relativ gut, aber keine Äpfel verkauft, ne? Egal. Wir haben die Produktauswahl da. Entweder wird gekauft oder nicht. Ne? Ist ja auch nicht schlimm. Gut, Leute. Das war dieser Tag, ne? 15.520,78 € im Markt. Ist nicht schlecht vom Preis her. Finde ich in Ordnung. Können wir, denke ich, mal gut mitarbeiten, ne? Bisschen Lohn gezahlt, klar. Wir haben zwei neue E-Mails. Samira Westphal und Lynn Kellner. Die beiden haben gekündigt. Okay. Dann müssen wir dementsprechend natürlich gucken, wie wir weiter arbeiten, ne? Das ist natürlich kritisch dann dementsprechend. Wir müssen auf jeden Fall Mindestlager nachbestellen, bitte. Okay, genug Gewinn haben wir auf jeden Fall gemacht. Toni Bischof, nein, danke. Bedeutet, Tina Baumgärtner und Nele, ne? Die beiden sind da. Wir haben jetzt keine Verkäuferin mehr morgens. Und uns fehlt eine Kassiererin. Ja, uns fehlt eine Kassiererin. Ist aber nicht jetzt ganz so tragisch, ne? Ja. Na gut, müssen wir hinkriegen, ne? Müssen wir hinkriegen. Geht nicht anders. Ich würde gerne der Selina nochmal mehr Geld geben. Der Tina würde ich nochmal mehr Geld geben. Dass die auf jeden Fall auch zufrieden sind. Selina bitte auch nochmal. Ich meine, ich habe kein Problem damit, denen gut Geld zu geben, ne? Aber ich will sie selber ausbilden können. Das ist das. Katrin Hampel. 11 Euro. Kriegst auch mehr. Jetzt mit 13,79. Perfekt. Okay. Gut, mehr können wir an sich eigentlich gerade nicht machen, ne?
Mehr können wir gerade echt nicht machen, ne? Wir müssen dementsprechend verkaufen, natürlich. Wir müssen Geld einnehmen, viel, viel Geld. Aber das ist, glaube ich, klar. Gut, ansonsten nochmal Artikel mit dazu bestellen. Ja, können wir machen. Jetzt nicht wirklich viel Artikel mitbestellen, aber ich würde Artikel mitbestellen. Ne? Wie wäre es mit gekühlt irgendwas, was vielleicht relativ gut geht? Wäre vielleicht, ich weiß es nicht. Wäre eventuell, ich meine, die Sorten haben wir, die Sorten hätten wir eigentlich da, meine ich, nee, oder? Haben wir das nicht bestellt mal gehabt? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, das hätten wir auch bestellt gehabt. Irgendwas davon hatten wir, glaube ich, bestellt gehabt. Egal. Lebensmittel reinigen. Wie ist mit Reiniger nochmal zusätzlich? Oder mit Dosen. Was haben wir noch an Dosen da? Das haben wir da, das haben wir da. Ich glaube, Dosen haben wir fast alles, ne? Dosen haben wir, glaube ich, fast alles großartig, ne? Mit Ketchup hier und sowas, das können wir noch theoretisch machen. Coffee nochmal hier zusätzlich, aber das ist auch relativ teuer. Wie haben wir es mit Bier? Bier könnten wir nochmal machen, ne? Ein Bierregal wäre möglich, ja. Wie wäre es mit dem hier? Machen wir das mal bitte. Holen wir das noch mit rein. Und zwar jeweils 3 Flaschen, würde ich sagen. Erstmal sind auch wieder 46 Euro, aber gut, kriegen wir hin. Also eine Biersorte, die wir noch dazu bestellen, extra. Und ja gut, dann müssen wir den dementsprechend jetzt gucken, dass wir verhandeln, aber also mit dem Lieferanten, neuen Liefervertrag, um da dementsprechend vielleicht günstiger rauszukommen. Ansonsten will ich sagen, nächste Folge geht's weiter. Ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und sag einem in dem Sinne bis dahin natürlich erstmal Servus und Tschüss.